Die Großpflicht ist in der Wehrmacht noch nicht abgeschafft. Bitte, Herrn Oberstleutnant, gehorsam zum Entschuldigung. Habe Herrn Oberstleutnant nicht gesehen. Machen Sie die Augen auf. Nächstens. Jawohl, Oberstleutnant. Danke. Bitte? Einen Moment. Vorzimmer Oberstleutnant Quent? Ich verbinde. Hauptmann Binder dringend. Wollen Sie zu Oberstleutnant Quent? Jawohl, Sonderbeauftragter Sturmgeschütze. Hauptmann Back, Sturmgeschützabteilung 701. Ich brauche Geschütze. Das heißt, ich habe Sie schon, ich brauche bloß noch einen Stempel und eine Unterschrift. Ich werde mal sehen, was ich für Sie tun kann. Ihr Koppelsitz, Schiefer Hauptmann. Chef ist sehr korrekt in solchen Sachen, auch bei Herren, die von der Front kommen. Oh, hier gibt es wohl sehr viel korrekte Soldaten. Einer hat mich eben schon angeschissen. Oh, verzeihung. Also, wie sagt man da? Also, einmal habe ich schon ins Fettnäpfchen getreten. Ich habe vergessen zu grüßen. Na, so richtig? Es geht so. Das war so ein Dicker mit dem Eierkopf. Das war er. Er scheint ja sehr viel ulkige Herren zu verkehren. Aber dass sowas wie Sie hier sitzt, das hätte ich nicht gedacht. Was kann ich für Sie tun? Ja, also ich brauche einen Stempel für 12 Sturmgeschütze. Die Dinger liegen in Spandau und sollen so schnell wie möglich verladen werden. Ihr Chef braucht also nur die Genehmigung zu geben, alles andere habe ich schon organisiert. Im Organisieren sind Sie scheinbar ganz groß, was? Das geht. Hier ist ein Hauptmann Brack, Herr Oberstleutnant. Der will 12 Sturmgeschütze haben und möchte gerne... Ja, Sie sollen ein schriftliches Gesuch einreichen. Das ist doch alles viel zu lange. Ob Sie nicht den Dienstweg kennen? Dienstweg? Was heißt hier Dienstweg? Geben Sie mal her. Hier spricht Hauptmann Brack, Sturmgeschützabteilung 701. Herr Oberstleutnant, ich bitte gehorsam. Aber, Herr... Jawohl, Herr Oberstleutnant. Scheiße. Na, na. Schiffert hat seinen schlechten Tag. Na, schlechte Tage können wir uns nicht aussuchen. Wir haben seit Jahren schlechte Tage. Meine Männer liegen da im Dreck und warten auf die Geschütze. Wissen Sie, was das heißt? Wissen Sie, was das heißt, einen Haufen Panzerleute haben und keine Panzer? Regen Sie sich doch nicht so auf, Herr Hauptmann. Sind doch nicht auf dem Kasernenhof. Naja, aber... Ich mach das schon. Ich glaube, Sie sollten den Hauptmann Brack doch empfangen, Herr Oberstleutnant. Ich halte die Sache für sehr wichtig. Ja. Ich kann jetzt reingehen. Dankeschön. Wir kennen diese sogenannten Frontverluste, Herr Hauptmann. Herr Oberstleutnant, meine ganze Batterie geht zum Teufel. Ich brauche diese Geschütze dringend für meine Männer. Glauben Sie, dass Ihre Männer so wichtig sind? Der Endsieg ist wichtig. Das ist das einzig Entscheidende. Der Führer weiß ganz genau, was er will. Und wir sind ihm verantwortlich. Wir, ihm. Ihm, der für viele tausend Kilometer Front und für unser ganzes Vaterland denken muss. Ihm, der das Wunder vollbracht hat, uns kämpfen zu lassen. Also, wir haben zu kämpfen, wir haben nicht zu fragen. Und was ist mit den Geschützen, die in Spandau stehen, Herr Oberstleutnant? In Spandau? Was wissen Sie von Spandau? Da waren Sie auch schon? Wer hat Ihnen das befohlen? Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie sich in Spandau Sturmgeschütze aussuchen sollen? Ich etwa? Nein, Herr Oberstleutnant. Na also, mein Herr, Sie denken zu viel. Sie sind zu selbstständig. Ich trage die Verantwortung. Ich allein bin für diese Sturmgeschütze dem Führer verantwortlich. So. Und nun versuchen Sie mal in Spandau ein einziges Sturmgeschütz loszueisen ohne meine Unterschrift. Da werden Sie sehen, wer hier befiehlt und wer hier zu gehorchen hat. Von mir bekommen Sie nichts. Im Übrigen, ich habe jetzt eine dringende Besprechung. Heil Hitler! Könnt ihr nicht mal stramm stehen? Knochen zusammen! Hände an die Hosen ab! Na, das ist ja eine Überraschung. Wo sind die denn her? Domäne Dahlem, Herr Hauptmann. Donnerwetter. Es gibt ein paar von Schmalz. Kennen Sie das Rezept? So mit Äpfeln und Zwiebeln, ganz klein wenig geriebene Mandeln. Mmh, da schmeckt es auch Ihnen. Los, geht jetzt rein zum Chef. Zwei Gefreite und vier Gänse ohne Musik. Arsch! Bei den Gänsen klappt der Nachschub. Aber ich brauche Geschütze. Auch nicht mal das, ich brauche bloß eine Unterschrift von Ihrem Chef, aber der hat keine Zeit, der ist mit Gänsen beschäftigt. Sie wissen eben nicht, was eine Gans wert ist, Herr Hauptmann. Wir leben im fünften Kriegsjahr. Ach, dieser Hornochse. Ich bitte Sie. Mein Fräulein, Sie wissen vielleicht, was eine Gans wert ist, aber was ein Geschütz wert ist, das ich für meinen Haufen brauche, das wissen Sie nicht. Ich werde Ihnen zeigen, was mir meine 12 Geschütze wert sind. Machen Sie doch keinen Unsinn. Sind Sie des Teufels, Herr Hauptmann? Kommen hier einfach rein, ohne anzuklopfen? Ich habe angeklopft, Herr Oberstleutnant, aber die Gänse haben wohl zu laut geschnattert.
Es liegt mir nicht, einem Offizier in Gegenwart von Gefreiten zu sagen, was ich von seinem Benehmen denke. Unsere Unterhaltung war bereits vorhin beendet. Ich habe mein Fernschreiben hier liegen lassen, die Bestätigung meines Auftrags. Bitte. Ist ja doch zu klein, um eine Gans hineinzuwickeln. Vielen Dank, Oberstleutnant. Herr Hauptmann, ich muss Sie bitten. Diese Gänse sind Musterstücke für den Kantineneinkauf. Abteilung, schwere Waffen. Gänse sind ja auch leichter zu beschaffen als Geschütze. Bitte an Oberstleutnant nochmals um Entschuldigung wegen der Störung. Leichter zu beschaffen? Der hat eine Ahnung. Es ist unglaublich, was Sie sich erlauben. Ich werde über Sie eine Meldung machen, verstehen Sie? Nehmen Sie die Daten von dem Herrn auf, Käthe. Sehen Sie, was haben Sie nur davon? Na, wenn schon. So widerlich mir Ihr Chef ist, so nett sind Sie, Frau Käthe. Vorbach heiße ich. Entschuldigung, ich habe eben Käthe verstanden. Übrigens, Ihr Chef, der hat eine sehr zarte Hand bei Gänsen. Sie benehmen sich wirklich unverschämt. Geben Sie das Fernschreiben her. Wegen der Meldung, die Ihr Chef machen will? Glauben Sie, dass mich das stört? Wer redet denn von einer Meldung? Ich werde die Anweisung für die Geschütze ausschreiben und er wird sie unterschreiben. Ach, und mit der Meldung? Geht nicht raus. Bringe ich ihm schon bei. Na, warte noch mal. Wann werden Sie Oberstleutnant, Frau Käthe? Glauben Sie, ich werde mich mit Vorzimmerdamen rumärgern? Feine Firma, seid ihr. Wirklich, eine feine Firma. Rufen Sie mich morgen an, ich sag Ihnen Bescheid. Na, morgen ist gut. Und heute Abend, was machen wir da? Noch keine Truppenbetreuung. Sehr schade. Sie sind nämlich bemerkenswert nett. Wo wohnen Sie in Berlin? Ich meine, falls es irgendwas gibt, was wir Ihnen mitteilen müssten. Hotel Mecklenburger Hof, Saarlandstraße. Gut zu hören von uns. Wer ist uns? Das OKH. Schönen Dank, Fräulein Oberkommando. Vergessen Sie nicht, ich darf in Berlin nicht alt werden. Ich muss wieder zu meinem Haufen. Rufen Sie heute Abend um 9 diese Nummer an. OKH? Nein, meine Privatnummer. Vielleicht kann ich Ihnen dann schon was sagen. Vergessen Sie Ihren Laufzettel nicht. Verbindlichsten Dank, Fräulein Oberkommando. Bis heute Abend. Personalamt Lübben, Bitterbarat 319. Hier Vorzimmer Oberstleutnant Quent, OKH. Oberstleutnant Quent möchte gerne eine Personalauskunft haben. Hauptmann Brack, Sturmgeschützabteilung 701. Persönliche Daten, Ausbildung und so weiter. Sie, wissen Sie, ich kann Ihnen schon sagen, was der Herr Hauptmann Brack da ist. Aber bitte sagen Sie mir doch, wozu will der Herr Oberstleutnant Quent so eine Auskunft haben? Der Herr Oberstleutnant König, der wo hier ist, der möchte das immer wissen. Der Hauptmann Brack soll einen besonderen Auftrag erhalten vom OKH. Ein Sonderkommando. Ganz recht. Streng geheim. Ach nein, bitte suchen Sie die Karte sofort raus. Es ist sehr dringend. Ja, ich warte. Ja, ich höre. Hauptmann Helmut Brack, geboren 4.2. 1910 in Marburg? Ja? Jawohl? So, das wär's, was wir hätten. Und für ein Sonderkommando ist das? Ah, eine Geheimsache. Danke, Ende. Geheimsache. Sonderkommando. Hotel Mecklenburger Hof? Ja, ich verbinde. Ah, Zimmer 24, Hauptmann. Ja. Wann reisen Sie? Ich weiß noch nicht. Wie spät ist es jetzt? 9.11 Uhr, Hauptmann. Ah, verbinden Sie mich doch mal bitte mit dieser Nummer, ja? Jawohl. Das Telefon ist hinten im Korridor. Wer? Hallo? 9.12 Uhr. Ich rufe befehlsgemäß an, Fräulein Oberkommando. Hauptmann Brack, ich habe was für Sie. Formular mit Unterschrift. Meine Geschütze? Das ist ja großartig. Sie sind ja ein Engel. Ein Kanonenengel. Aber da frage ich Sie aber doch, was haben Sie denn heute Abend vor? Luftschutzkeller natürlich, wie immer. Oh, ist mir zu prosaisch. Können wir nicht irgendwo hingehen, wo nicht so viel Beton ist? Also offen gestanden habe ich wenig Lust. Ich bin ziemlich kaputt vom Bürobetrieb. Wo wohnen Sie eigentlich? Weinbergstraße 87. Wieso? Weshalb wollen Sie denn das wissen? Unterstehen Sie sich herzukommen? Nein, 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 ist bloß wegen der Blumen, die ich Ihnen schicken will. Ganz schön frech. Weinbergstraße 87.
statt Blumen. Seine Frechheit. Danke. Sehr schön. Ich habe nämlich gar nichts Trinkbares im Haus. Musste leider selber kommen, kein Bruder aufzutreiben. Guten Abend. Guten Abend. Kommen Sie schon rein. Dankeschön. Ihre Kanone können Sie auch ablegen. Danke. Feine Marke ist das. Na, manchmal doch ganz gut, wenn man organisieren kann. Hm? Ich hole mal Gläser. Kann ich Ihnen tragen helfen? Nein, um Gottes Willen, kommen Sie bloß nicht mit in die Küche, sonst ärgern Sie sich. Ach, mich kann heute nichts ärgern. Doch, er hat mir nämlich was geschenkt. Er? Eine Gans? Hätte ich mir gedacht. Ja, da kann ich natürlich nicht konkurrieren. Reden Sie doch keinen Unsinn. Wissen Sie, manchmal träumt man vom Essen. Können Sie sich das vorstellen? Natürlich nicht. Genauso wenig, wie ich mir vorstellen kann, was für Sie ein Geschütz ist, nicht wahr? Haben Sie doch heute Morgen gesagt. Lass mal, was verlangt denn so ein Oberstleutnant für eine Gans? Er darf doch nichts verlangen. Er muss froh sein, wenn ich überhaupt was nehme. Also gehen Sie rein in die gute Stube. Korkenzieher muss ich... Korkenzieher habe ich hier. Kommen Sie, ich bin einer der besten Korkenaufzieher. Das ist ja hier wie bei Generaldirektors. Alles noch so ein Ganz und gar nichts durchgepustet. Das gehört alles nicht mir. Ist die Wohnung von Bekannten. Die haben sich planmäßig nach Oberbayern abgesetzt. Ich bin schon ganz am Anfang ausgebummt. Ich hab's hinter mir. Ich mache mal das Radio an. Ist nur wegen der Luftlagemeldung. Setzen Sie sich doch. Danke. Na, manchmal bringt so ein Krieg auch eine angenehme Situation zustande. Wo wir uns noch kaum kennen. Wirklich nicht? Wollen Sie mal wissen, wer Sie sind? Ja. Hauptmann Brack, Jahrgang 10, also 34 Jahre alt, geboren in Marburg. Gymnasialausbildung, aber kein Abitur, 1934 Reitlehrer in Hannover, 39 eingezogen, schnell befördert, wegen Tapferkeit vom Feind mehrfach ausgezeichnet, dreimal verwundet. Ja, woher wissen Sie denn das alles? Schließlich bin ich doch Sekretärin im OKH. Ich habe einfach auf dem Personalamt in Lübben angerufen und übrigens bei der Gelegenheit erfahren, dass Sie Helmut heißen. Ach, für Privatgespräche sind also die Dienstleitungen da. Also, Prost. Sie wollten mir doch was geben. Richtig. Das hätte ich beinahe vergessen. Hier sind Ihre Geschütze. Hat er unterschrieben? Mhm. Zufrieden? Oberstleutnant Quent. Ist eigentlich sehr komisch, finden Sie nicht auch? Komisch finde ich den Krieg gar nicht. Finde ihn einfach idiotisch. Achtung, Achtung, wir geben eine Luftlagemeldung. Starker feindlicher Kampfverband im Anflug auf den Raum Berlin. Wird bald Alarm kommen. Tja, dann muss ich jetzt gehen. Was haben Sie denn? Warum sehen Sie mich denn so an? Sie gefallen mir. Sie gefallen mir auch. Ich mag Männer, die mir gefallen. Sie geben ein bisschen an mit Ihren Redereien. Stimmt's? Mhm. Schlimm? Nö, man weiß gar nicht. Bitte nicht küssen. Das wollte ich auch gar nicht. Natürlich wollten Sie, lügen Sie doch nicht. Man kommt zum Besuch, man nimmt die Gelegenheit wahr. So dachten Sie sich das doch nicht, wahr? Warum auch nicht? Denk ja ganz genauso. Es wäre ja auch alles ganz einfach, wenn... Wenn Sie mir nicht so gut gefallen... Sie fahren morgen wieder zu Ihrem Haufen, oder wie Sie das nennen. Ich selbst habe Ihnen Ihre Rückfahrkarte gegeben. Sie haben Ihre Geschütze. Sie gehen. Ich bleib hier und muss warten. Wissen Sie, was das heißt? Warten? Auf die Post, auf die Wehrmachtsberichte, auf die Sondermeldung. Immer nur warten, die ganzen Tage und die ganzen Nächte. Warten, warten, warten. Ich habe mal 3 Jahre lang gewartet. Umsonst. Ich will nicht mehr. Ich will nicht noch einmal mein Herz an einen Krieg verlieren. Wenn Sie heute Nacht hier bleiben würden, dann wäre alles noch viel schlimmer. Für mich jedenfalls. Sie müssen jetzt in den Keller. Also dann, auf Wiedersehen. Kriege ich denn keinen Kuss? Ich denke, ich darf nicht, haben Sie doch eben gesagt. Ist schon so lange her. Jetzt kommst du mit. Und die Leute? Ist doch egal.
Eichendorfstraße 12a, ist das hier? Warte mal, Volltreffer heute Nacht. 14 Tote. Und die Frau Körber ist ja. Ja, wir haben sie schon rausgetragen. Da unten ist das Kind und die Großmutter. Die Mutter von der Körber. Ich habe hier einen Brief an Frau Körber. Ein Brief von ihrem Mann. Hören Sie, ich bin der Chef von Unteroffizier Körber. Wo ist denn der Erich? An der Front, bei meiner Abteilung. So, an der Front. Da verteidigt er wohl die Heimat, was? Und hier krepiert seine Martha und ich stehe da mit dem Kind. Muss denn das alles sein? Liebe Frau, ich kann ja auch nicht. Nun nehmen Sie doch wenigstens den Brief. Kommt denn der Papi bald? Der Papi muss doch jetzt kommen. Ich schicke dir deinen Papi. Er wird bald bei dir sein, bestimmt. Ich bin mit Erich seit Jahren befreundet. Sagen Sie nur, sie war gleich tot. Hat eine Stimme. Geben Sie den Brief schon her. Da gehört er hin, Herr Brack. Hier muss der Herbert sein, an seinem Flügel. Und nicht an Ihren Geschützen. Er hat bei uns abends oft gespielt, wenn wir Zeit hatten. Er kann wirklich was. An Märschen und Schlagern spürt man die Begabung des Jungen nicht. Nein, bestimmt nicht, Herr Brack. Er ist wirklich eine ganz große Begabung. Seine Lehrer haben es bestätigt. Alle haben es gesagt. Bitte, hier, hier. Sie brauchen es mir nicht zu zeigen, Herr Liefer. Ich habe eine Schallplatte. Hier. Er hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Ich habe sie jeden Abend gespielt. Jetzt ist sie schon ganz zerkratzt. Man kann seine Anschläge gar nicht mehr hören. Und wie zart er spielt, das hört man alles nicht mehr. Es wird doch seinen Händen nichts passieren. Nicht wahr, Herr Brack? Er wird bald wieder bei Ihnen sein, Eva. Und er wird wieder an seinem Flügel sitzen und es wird alles wieder so sein wie früher. Bestimmt. Mutti, da ist ein Mann. Ja, der soll reinkommen. Zu wem wollen Sie denn? Brack ist mein Name. Ich bin der Chef von Ihrem Mann. Ich wollte mal nachsehen, wie es Ihnen geht und schöne Grüße bestellen. Na ja, dann kommen Sie mal rein. So, nachsehen sollen Sie und Grüße bestellen? Warum kommen Sie denn und nicht der Karl? Und wo ist er denn? Warum kriegt er denn keinen Urlaub? Nehmen Sie Platz, Herr Hauptmann. Aber Frau Kern, Sie wissen doch, es ist Krieg. Ich brauche keinen Krieg. Aber den Karl, den brauche ich. Und die Kinder brauchen ihn auch. Und wenn er nicht bald kommt, dann... Ich soll Ihnen das hier übergeben. Schon wieder Zigaretten. Er soll das doch lassen. Hat doch selber nichts zu rauchen. Er denkt eben an Sie. Meinen Sie, ich nicht? Immer denke ich an ihn. Jeden Tag denke ich an ihn. Nicht anfassen, sag ich euch. Das Auto gehört dem Hauptmann von meinem Vater. Ich bekomme jetzt Besuch. Störe ich? Ja, nein, bleiben Sie ruhig da. Moin, Fili. Na, hast du Besuch? Ja, das ist Herr Prill. Und das ist der Chef vom Karl, der Hauptmann. Angenehm. Ist nett, dass man mal wieder was hört vom Karl. So, da habe ich euch auch was zum Futtern mitgebracht. Danke. Wissen Sie, Herr Hauptmann, ich meine, es wird so viele geschoben, aber eins sage ich Ihnen, immer kriegen Sie den Falschen. Aber hier ist das nicht so. Hier kriegen Sie nicht den Falschen. Hier nicht, hier ist das richtig. Die Fili braucht es und die Kinder auch. Großartige Frau, die Fili. Zigarette, Herr Hauptmann? Danke. Der Karl hat auch Zigaretten geschickt. Naja, der tut eben auch, was er kann. Wir tun ja alle, was wir können. Ich meine nicht, dass er denken... Wissen Sie, Herr Hauptmann, es wird ja so viel geredet und so. Nee, also, das ist nicht. Nee, das nicht. Ich komm noch mal vorbei, Philipp. Mach's gut. Herr Hauptmann? Er handelt mit Kohlen und kommt ab und zu vorbei. Ja, ja, so ist es. Glauben Sie mir, Herr Hauptmann, ich hab den Karl wirklich lieb. Aber ich weiß nicht, er ist so ganz anders geworden. Und seit 5 Jahren ist er nun weg. Sehen Sie mal hier, 5 Jahre sind wir verheiratet. Und 5 Jahre ist er im Krieg.
Das sind in 5 Jahren nur 51 Tage Urlaub. Ich habe mir das alles genau aufgeschrieben. Ganz genau. Und wenn er heute wieder käme, ich wüsste ja nicht, ob das noch stimmt zwischen uns. War schon das letzte Mal so. Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Sehen Sie, ich habe ihn wirklich sehr lieb. Aber er soll sich nicht wundern. Nee, wundern soll er sich nicht. Regen Sie sich doch nicht auf, Frau Kern. Ich soll mir nicht aufregen, wo ich hier mal alleine sitze und nichts tue als denke und denke. Aber Frau Kern, denken Sie doch an Ihren Mann. Glauben Sie, der hat es da draußen leichter? Denken Sie ganz fest an ihn. Machen Sie es gut, Frau Kern. Der Krieg ist ja sowieso bald zu Ende. Also mach's gut, Helmut. Bleib übrig. Auf Wiedersehen, Katinka. Na, Käthe, hören Sie nicht? Ach, sieh mal da, der tüchtige Hauptmann. Da sind Ihre Geschütze schon auf der Reise. Jawohl, Oberstleutnant, seit heute Vormittag. Ich wollte mich nur noch verabschieden. Aber offensichtlich nicht von mir. Wie? Käthe, ist der Kurier nach Lügen schon weg? Vor einer halben Stunde. Ach, das ist aber dumm. Da muss eine ganz wichtige Sache zum Major Fercher. Warum haben Sie denn nicht... Morgen früh geht doch wieder einer. Ja, morgen, morgen. Ich muss heute nach Lüben. Morgen ist es zu spät. Ach, das ist eine dumme Geschichte. Auf Wiedersehen, Herr Brack. Alles Gute. Gehorsamsten Dank, Oswald. Viel Erfolg. Und wenn wir auch genau sind und den Dienstweg einhalten, wir tun nur unsere Pflicht und haben immer ein Herz für unsere Kameraden an der Front. Jawohl, Oswald. Armleuchter. Lass ihn doch. Von ihm hast du dort deine Kanonen. Von ihm? Du bist gut. Wenn ich dich nicht gehabt hätte, dann säße ich in 8 Tagen noch hier. Wenn dir gerade nichts Besseres einfällt, dann könntest du mir vielleicht mal schreiben. Ich werde sehen, was ich machen kann. Katinka. Sagen Sie, Herr Brack, Sie haben es sehr eilig vorzukommen. Jawohl, Oberstleutnant, in 30 Minuten geht mein Zug vom Bahnhof zu. So, so eilig haben Sie es. Wissen Sie, ich habe eben einen glänzenden Einfall gehabt. Sie könnten mir einen Gefallen tun. Herr Oberstleutnant. Sie können danklich für mich nach Lüben fahren. Die Sache ist sehr dringend, muss heute noch erledigt werden. Außerdem eine Chefsache, nur durch Offizier zu befördern. Ja, Sie sind der richtige Mann dafür. Herr Oberstleutnant, ich muss... Na, Sie werden mir doch diesen kleinen Gefallen nicht abschlagen. Außerdem befehle ich es Ihnen. Herr Oberstleutnant, bei uns wird befohlen, verstanden. Jawohl, Oberstleutnant. Gut, Käthe, geben Sie ein Fernschreiben nach Lüben. Mein Marschbefehl lautet... Sie kriegen einen neuen Marschbefehl, ist doch Unsinn. Außerdem einen Wagen gestellt und dann wird Käthe so liebenswürdig sein, ihre Einheit per Fernschreiben verständigen zu lassen. Bei uns geht alles flott, alles per Fernschreiben. Und was schreiben wir, Käthe, notieren Sie. Sonderkommando OKH. Für Hauptmann Brack, dieser ist sofort nach Lüben in Marsch zu setzen. Nun, was sagen Sie jetzt? Ja, ich muss dringend zu meiner Batterie zurück. Nein, lieber. Gegen Sonderkommando OKH ist nichts zu machen. Befehl ist Befehl. Übrigens ist es sehr nett von Ihnen, mir auszuhelfen. Ich danke Ihnen. Bitte zum Diktat. So ein Schwein, so ein verfluchter Schweinhimmel. Ist doch schön, da sehen wir uns doch noch. Das war auch der einzige Trost. Bitte zum Diktat! Dieser Knallkopf. Der gute Quent denkt immer an mich. Er will mich trösten. Dieses Lüben ist ja ein fürchterliches Kaff. Hatten Sie eine gute Fahrt? Es geht. 2-mal Tagesalarm, 1-mal Reifenpanne. Sie bleiben doch heute hier, Herr Brack. Bedauere, Herr Major, ich habe es sehr eilig. Warum eigentlich? Ich muss zu meiner Abteilung zurück. Ach, Sie wollen den Krieg wohl ganz persönlich gewinnen, sozusagen in Einzelaktion. Meine Männer brauchen mich. Ich habe nur neue Sturmgeschütze besorgt und die sind schon unterwegs zur 12. Armee. Ach, zur 12. Armee, haben Sie gesagt? Jawohl, 12. Armee, 48. Korps. Na bitte. Was habe ich gesagt? Quent hat wieder mal den Vogel abgeschossen. Na, Sie wissen ja, was drin ist. Ich habe keine Ahnung. Na, sehen Sie her. Ist das ein Gedicht? Hätte ich mir eigentlich denken können. Tja, das ist der gute Quent. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ihr Quent. Na, sogar daran hat er gedacht. Auch meinen herzlichen Glückwunsch, Herr Major. Danke, danke. Sie feiern natürlich heute Abend mit. Übrigens, was haben Sie gesagt? Die 12. Armee ist eingeschlossen. Wir kriegen keine Granate mehr in den Kessel. Und das 48. Korps sitzt mitten in der Tinte. Das heißt, dass Ihre Geschütze nie mehr bei Ihrer Einheit ankommen werden. Es gibt immer noch Auswege, Herr Major. Oh, Unsinn. Glauben Sie, wir können Geschütze irgendwo einfliegen? Ja, aber meine Leute sind doch ohne die Geschütze aufgeschmissen. Ach, Sie sind wirklich ein Unikum. Wir zerbrechen uns hier den Kopf über ganze Armeen und Sie reden davon ein paar Mann. Für die ich verantwortlich bin. Aber seien Sie doch nicht so albern, Herr Brack. Wer von uns ist denn heute noch verantwortlich? Sie kamen doch mit Sonderauftrag vom OKH hierher. Jawohl. Und der ist jetzt erledigt. Das Ende bestimme ich. Heute bleiben Sie hier. Ich werde gleich mal drüben anrufen. Man soll Ihren Marschbefehl ändern. Ja, hier Major Fercher. Das Personalamt? Hauptmann.
Hauptmann Brack ist gerade bei mir. Kommt vom OKH mit Sonderauftrag. Das haben Sie schon eingetragen. Wie? Ach, und außerdem? Das ist ja sehr interessant. Danke. Na, hören Sie mal, Sie sind aber einer. Sie haben ja Ihre Geheimsache schon weg. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Na, die Personalfritzen haben es eben gesagt. Sonderkommando OKH, Aufgabe unbekannt. Steht in Ihren Akten. Sie können ja überhaupt nicht mehr zu Ihrer Einheit zurück. Das ist doch Unsinn, das kann doch nur ein Irrtum sein. Das OKH irrt sich nicht, oder ist das hier etwa auch ein Irrtum? Das ist doch ganz unmöglich. Ja, Sie kennen die Bürokratie der Personalämter nicht. Jetzt sind Sie abgestellt, mein Lieber. Weiß der Kuckuck wozu. Nur wehren Sie sich mal dagegen, bis Sie schwarz werden, aber fragen Sie nicht so viel, sonst kriegen Sie womöglich noch eine Antwort. Nein, 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 das kann nur ein Irrtum sein. Ich werde das sofort klären. Wo ist die Personalabteilung? Na, Sie sind unheilbar. Block 4, Baracke 9. Danke. Feldwebel Wiechert kann Ihnen Auskunft geben. Aber bleiben Sie nicht zu lange. Um 8 kommen meine Gäste. Wir sind für Sie nicht mehr zuständig. Sie haben ein Sonderkommando, OKH, Berlin. Aber davon weiß ich ja gar nichts. Ah, ist ja möglich, Herr Hauptmann. Viele wissen nichts von Ihrem Glück, oder? Steht aber doch hier in den Akten. Sonderkommando, OKH, geheim. Ja, das kann doch nur ein Versehen sein. Ich habe für eine Dienststelle des OKH jetzt gerade einen Sonderauftrag erledigt. Das stimmt, aber der ist vorbei. Ich muss jetzt zu meiner Einheit zurück. Ja, das... Wenn Sie mal bitte mitkommen wollen? Ja. Offen gestanden, Herr Hauptmann. Sonderkommando ist immer ein heißes Eisen. Entweder ist es höchste Protektion, dann ist es ein Druckposten, oder es ist höchster Befehl, dann ist es ein Todeskommando. In jedem Falle was Höchstes. Da fragt man nicht. Rein! Da ist Hauptmann Brack. Er ist abkommandiert. Sonderkommando. Sonderkommando OKH. Mhm. Geheim. Da ist der Aktenvermerk. Tja. Na und? Noch eine Frage? Herr Oberstleutnant, ich muss unbedingt zu meinen Leuten zurück. Sturmgeschützabteilung 701. Sie müssen. Ach, wenn ich das schon höre, Sie müssen. Sie müssen gehorchen, weiter gar nichts. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Aber das muss ja ein Versehen sein. Moment mal. Wieso? Hier steht's doch. Schwarz auf weiß. Sie wissen nicht und ich weiß nicht, wozu man Sie auserkoren hat. Die Wege des OKHs sind wunderbar. Vielleicht sollen Sie und Ihr Sonderkommando mit einer Rakete zum Mond abgeschossen werden. Und die neue Wunderwaffe ausprobieren. Warten Sie es doch mal erst ab. Feldwebel Wiechert, Akte anlegen. Ohne Aktenzeichen keine Soldaten. Marschbefehl nach Berlin ausfertigen. Abstellen nach 6B9 in dreifacher Ausfertigung. General Merkel unterschreibt. Nachricht an Fronteinheit. Hier bitte. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Sie fahren sofort nach Berlin zurück. Feldwebel Wiechert wird Ihnen sagen, was Sie zu tun haben. Alles Übrige ergibt sich dort. Noch eine Frage. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Bin ich allein abgestellt? Wen wollen Sie noch dabei haben? Ihre Schwiegermutter, was? Nein, Herr Oberstleutnant. Alle Mannschaftsanforderungen erledigt das OKH. General Merkel wird das machen. Wenn es eilt, per Fernschreiben. Also, Hals- und Bauchschuss für Ihr Sonderkommando, Herr Brack. Zum OKH abgestellt zu werden, bedeutet immer eine ganz besondere Ehre. Zeigen Sie sich Ihrer würdig. Danke, Herr Oberstleutnant. Ist doch nicht zu fassen. Allgruber! Jawohl, Herr Feldwebel. Legen Sie sofort eine Akte an für Hauptmann Brack, Sonderkommando. OKH, geheim. Aktenzeichen steht da oben. Jawohl, Herr Feldwebel. Einen großen Ordner oder einen kleinen? Groß, natürlich. Geheime Kommandosache. Dekados? Natürlich einen großen. Prosit. Auf das Sonderkommando des Hauptmann Brack. Vielleicht wird es dem Krieg die entscheidende Wendung geben. Danke, Herr Major. Ach, machen Sie die neue Invasion nach England, Herr Brack? Nein, nach Amerika, Agnes. Sehr toll. Ganz allein? Ja, in einer Ein-Mann-Rakete. Fantastisch. Da sind Sie ein richtiger Held. Na, was hatten Sie gedacht? Ich möchte mit Ihnen tanzen. Na, mal ran. Wissen Sie, in Lübben sind alle so schrecklich provinziell. In Berlin, da habe ich Schallplatten. Platten, also ich kann Ihnen sagen, Sie müssen mich mal besuchen. Ich wohne Friedrichstraße 6 am Bahnhof Kaiserdamm, zweiter Stock. Links oder rechts? Sie wollen es aber ganz genau wissen. Immer. Sind Sie sonst auch in Berlin? Nein, ich bin sonst bei so einer Firma tätig. Bei welcher Firma? Bei der Firma Helden und Co. Entschuldigen Sie mich, Fräulein. Herr Major, haben Sie irgendwelche neuen Nachrichten über die 12. Armee? Ja, natürlich, mein Bester. Der Holzsarg wird verlötet. Die fliegen schon die Verwundeten raus. Ist nicht wahr? Ja, es ist Feierabend. Ist wieder mal eine Armee weniger. Seien Sie froh, dass Sie nicht da rein müssen. Ihr Sonderkommando rettet Ihnen Ihre Gesundheit, wissen Sie. Übrigens, ich hatte auch mal ein Sonderkommando in Rom. Italienische Schulbücher prüfen. Ich weiß bis heute noch nicht, wie auf die Idee gekommen ist. Ich hatte eine Villa in Ostia mit zwei Dienstmädchen. Zucker, sah ich Ihnen. Zucker, alle beide. Kein Mensch hat sich um mich gekümmert.
kein Ass. Aber leider kamen die Amis. Schade, sehr schade. Ist doch alles nicht möglich. Ah, bei Gott und bei den Preußen ist nichts unmöglich. Nichts, gar nichts, mein Lieber. Na, Sie gehen aber ran. Jawohl, mein Fräulein, jetzt gehe ich ran. Ja? Entschuldigung. Müde, was? Ja, die Nachtwache, Herr Hauptmann. Sie müssen einen Fernschirm für mich aufgeben. Wegen meines Sonderkommandos. Wegen was für einen Sonderkommando? Mensch, das wissen Sie nicht. Brack ist mein Name. Sonderkommando OKH. Sie sind das, Herr Hauptmann? Na, das, wenn ich gewusst hätte. Sie sind die geheime Kommandosache im großen Ordner? Ach so, davon wird schon sehr viel geredet. Geredet? Mensch, es geht darüber, darf doch nicht geredet werden. Es muss streng geheim bleiben, sonst werden Sie den Kopf kürzer gemacht, Mann. Das weiß ich, Herr Hauptmann. Wohin soll denn das Fernschreiben gehen? An die 12. Armee. Haben Sie das Aktenzeichen von meinem Sonderkommando? Ja, das weiß ich auswendig. Ich selbst habe doch den Ordner angelegt, einen großen. Aktenzeichen GK-DOS, OKH-Remis 2-Remis. Ja, das weiß ich ja. Los, schreiben Sie. An die 12. Armee. An die 12. Herr Hauptmann, wir können abfahren. Die 12. Armee hat geantwortet. Schreiben Sie. Im Nachtrag zum heutigen Fernschreiben vom OKH betreffend Hauptmann Brack, 3. Batterie, Sturmgeschützabteilung 701, wird befohlen, Doppelpunkt. Hauptmann Brack verbleibt für Sonderauftrag OKH in Berlin, Punkt. Alle Dienstgrade und Mannschaften von 3701 sind sofort auf schnellstem Wege nach Berlin in Marsch zu setzen, Punkt. Provisorischer Meldekopf, Hotel Mecklenburger Hof, Punkt. Einsatz steht unmittelbar bevor, Punkt. Heerespersonal am Klippen, gezeichnet Merkel, Generalmajor. Entschuldigen Sie bitte, Herr Hauptmann, wir haben aber keine Unterschrift vom Herrn General. Sind Sie von Gott verlassen, Mensch? Seit wann braucht man denn am Fernschreiber eine Unterschrift? Ich komme gerade vom General. Er ist drüben beim Major zur Geburtstagsfeier. Wenn Sie wollen, können Sie herübergehen, nachfragen. Ja, das kann ich nicht. Nein, das brauche ich auch gar nicht. Ich weiß doch, dass der Herr Hauptmann das Sonderkommando bekommt. Na also, dann reden Sie nicht so viel, konzentrieren Sie sich lieber, die Sache ist sehr wichtig. Merke, Generalmajor. Hier bitte. Danke, Herr Hauptmann. 12. Armee, Abteilung 2A-2B, Dienstgrade und Mannschaften 3-701 werden baldmöglichst in Marsch gesetzt. Unterschrift gezeichnet, Dinkelmann, Oberstleutnant, 0.17 Uhr. Was denn? In Ordnung. Also schreiben Sie zurück. Wir danken für prompte Erledigung. Ende. Ach, da sind Sie ja wieder, Sie Ausreißer. Ja, Major, ich möchte jetzt mit Ihnen trinken. Aber ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Kommen Sie, es ist alles da. Ja, ist ja nicht wie bei armen Leuten, ne? Weißt du schon, Majorchen, er kriegt das Ritterkreuz. Doch, mindestens. Ich trinke mit Ihnen auf mein neues Sonderkommando. Wissen Sie, wie es heißt? Nee. Sonderkommando Wildgans. Ach, Norwegen? Nee, Lübben. Eine Gans, aber nicht zahm, sondern wild. Oh. Ach, sehr originell, also dann Prosit. Ein richtiger Held sind Sie. Das kannst du singen, Mädchen. Helmut,
ja so über deinen Anruf gefreut. Da. Was ist denn das? Das ist mein neues Auto. Wie gefällt dir das? Also, wenn jemand anders zusteigt, finde ich es großartig. Komm rein. Habe ich mir organisiert. Und damit fahren wir jetzt zum Wannsee. Auf Staatskosten. Hast du deinen OKH-Ausweis mit? Ja, habe ich mit. Ist nämlich wegen der Heerestreife. Die ist manchmal so verrückt. Hast du Badezeug mit? Ja, warum? Falls der Apparat untergeht. Du gehst doch nicht damit ins Wasser. Aber natürlich. Wenn das Ding baden geht, müssen wir schwimmen. Es schwimmt tatsächlich. Wir segeln rüber zum anderen Ufer. Hier sind so viele Menschen. Mir ist alles egal. Hauptsache die Sonne scheint. So, da sind wir. Du hast natürlich wieder an alles gedacht. Wir Frauen denken eben an das wirklich Wichtige. Tja, und wir Männer nur an Krieg und solche ähnlichen Scherze. Stimmt, genau. So. Jetzt will ich nicht mehr gestört werden. Du, sag mal, du hast doch neulich mit dem Heerespersonalamt in Lübben meinetwegen telefoniert, ne? Ach, du meinst, als ich dein Vorleben erforschen wollte? Ja, du, hast du diesem Knöllchen Lübben da irgendwas von einem Sonderkommando gesagt oder so? Ja, er hat mich gefragt, wofür die Auskunft sein sollte und da habe ich rasch irgendwas gemurmelt von Sonderauftrag OKH oder so. Was ist denn? Ich werd verrückt. Warum lachst du denn so? Du, stell dir vor, dieses Rindvieh in Lübben hat daraufhin eine Eintragung gemacht. Nein. Ja, und dazu noch der Sonderauftrag von Quentka. Da war's passiert. Was war passiert? Na, dass ich von nun an als abgestellt in der Kartei geführt werde. Kapierst du? Ein für alle Mal Sonderkommando OKA. Na, diese Hammel haben mich doch nicht mal mehr an die Front zurückgelassen. Was, du bleibst hier? Du musst nicht mehr weg? Ach, Helmut, ist das schön. Tja. Aber das ist doch eigentlich bloß ein Versehen. Wenn das nur auffällt. Das darf eben nicht auffallen. Ich habe nämlich schon meine ganze Abteilung angefordert. Hoffentlich kommen die bald. Sonderkommando Wildgans heißt der Haufen jetzt. Was, die ganze Abteilung? Ja, per Fernschreiben. Ohne Unterschrift, ohne Bestätigung. Hauptsache war das Aktenzeichen und das stimmt. Du, das geht nicht. Mein liebes Kind, bei diesem idiotischen Kommiss, da geht alles. Wahrscheinlich werden sie mir eines Tages die Rübe abhacken dafür, wegen Wehrkraftzersetzung, Sabotage oder so. Aber die sollen mir nur kommen. Mich lassen sie hier nicht weg, mich legen sie hier auf Eis und meine Jungen sollen da in dem Kessel verrecken? Kommt gar nicht in Frage. Nee, hoffentlich war der Taut, mein Oberleutnant, vorsichtig. Dieser Bursche ist nämlich so verdammt ehrgeizig. Tja, mein Fräulein OKH. Jetzt haben Sie mich in der Hand. Sie können mich anzeigen. Das illegale Kommando Wildgans. Ich bin doch selbst dran schuld. Bin so froh, dass du bei mir bleibst. Dass diese Geschichte den Kopf kosten kann, ist ja klar. Ein Kopf? Was kostet nicht alles den Kopf? Wenn man London hört, wenn man was ausquatscht, wenn man was über den Führer sagt, wenn man Butter hintenrum kauft. Kostet ja sogar schon den Kopf, wenn einer vom Endsieg spricht und du bekommst einen Hustenanfall dabei. Dein darf's nicht kosten. Du, sieh mal. Wildgänse. Das sind kluge Tiere. Die ziehen ab, wenn es unfreundlich wird. Aber wir können nicht abhauen. Ich lieb dich so. Es ist schön, dass du da bist, Katinka. Bedauere, ich kann Ihnen keine Quartiere anweisen. Herr Major, ich muss meine Leute unterbringen. Das ist ein Sonderkommando. Es untersteht dem OKH und soll für besondere Aufgaben eingesetzt werden. Die besten Quartiere sind gerade gut genug für meine Leute. Ich bin dafür verantwortlich. Ich bin... Herr Major, ich bin direkt dem Führer verantwortlich. Dem Führer! Wissen Sie, was das heißt, Herr Major? Selbstverständlich. Sie werden Ihre Quartiere bekommen. Eine Anweisung ausschreiben. Voyagestraße 119, Gartenhaus. Ah, Herr Hauptmann. Na, wie gefällt Ihnen Ihre Firma? Ja, sehr schön, sehr schön. Herr Hauptmann, wenn Sie mal irgendwas haben wollen, brauchen Sie immer nur vertrauensvoll an den Portier Klavitter zu wenden. Na, sehr fein. Sie haben übrigens nette Nachbarn. So, wenn denn? Na, die Krimschilds im Parterre. Krimschilds? Sonderkommando Krimschild. Die verleihen das Krimschild. Das ist so eine Art Orden. 15 Figuren. Meistens sind sie auf Reisen. Ich weiß ja nicht, ob sie nur bald alle gefunden haben, die auf der Krim waren.
Aber ich weiß eins, das weiß ich. Die Krim haben sie noch nicht wieder gefunden. Sie, und die sitzen hier? Wunder. Von direkt neben Ihnen, da drüben. Wo die drei verdunkelten Fenster sind. Da ist schon seit Wochen keiner mehr gewesen. Verleihen Sie auch einen Orden? Nee. Na, ich will ja nicht neugierig sein, Herr Hauptmann. Wenn Sie irgendwas brauchen, brauchen Sie bloß zu rufen, nicht wahr? Unten da links im Keller. Dankeschön. Was denken Sie sich überhaupt? Das Kommando untersteht dem besonderen Befehl des Führers. Ich bin dem Führer direkt verantwortlich. Ich ihm. Wissen Sie, was das heißt? Die Aufgaben des Kommandos sind geheim. Es untersteht dem Führer. Ich bin dem Führer. Ich brauche Urlaubsscheine. Jawohl, Herr Hauptmann. Meine Leute kommen heute von der Front. Sollen die etwa auf der Erde schlafen? Ich bin dem Führer gegenüber verantwortlich. Wenn Sie schon wissen, dann brauche ich Ihnen ja nicht erst zu sagen. Danke. Ich brauche Sonderrationen. Ich bin dem Führer. Transportmaschine CB-15 ist eben gelandet, Herr Hauptmann. Dankeschön. Na, Kinder, bin ich froh, dass ihr aus der Scheiße raus seid. Tata, Tata. Na, wie geht's denn? Na gut. Ja, und wo ist der Körper? Ja, den hat's noch erwischt. Seine Mine, so eine verfluchte Scheißmine. Viele haben wir nicht mehr von ihm gefunden. Oh, Mensch, ausgerechnet Körper. Darf ich melden, die Batterie ist infanteristisch eingesetzt worden. Ja, und wann kommen die anderen? Was für andere? Das ist alles, Herr Hauptmann. Melde Gehorsams, 3. Batterie, Sturmgeschützabteilung 701, ein Offizier, 4 Unteroffizier und 31 Mann. Das ist alles, was von unserem Haufen übrig geblieben ist, Herr Hauptmann. 31 Mann? Wie ist denn das möglich? Ich habe Ihnen noch 112 Mann übergeben. Ja, am Tage, wo Sie wegfuhren, Herr Hauptmann, verloren wir unser letztes Sturmgeschütz. Da habe ich mich beim nächsten Infanteriekommandeur gemeldet und die Batterie infanteristisch einsetzen lassen. Die Männer haben sich ausgezeichnet bewährt. Ich selbst habe 2 Panzer geknackt und war, so glaube ich, zum Ritterkreuz vorgesehen. Also, wenn ich noch 2 Tage länger geblieben wäre... Ich interessiere an Ihrer Halsschmerzen nicht, Herr Taut. Führen Sie die Leute zum Wagen. Tag, Gabenhorst. Ihre Mutter wird sich sehr freuen, dass Sie kommen. Danke, Herr Hauptmann. Wann Sie kann. Wie ist denn das passiert? Na ja, das ist schon so, wie der Oberleutnant sagt. Ich meine, ich kann ja nicht dafür, aber der hat uns zur Mina gemacht. Er wollte einen Vogel hier, ne? Na ja, und da... Kommen Sie. Ja! Vati! 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 Mein Junge, ja, mein Junge! Mein Kleiner. Du, da staunst du, ja? Wie lange bleibst du denn diesmal? Freu dich doch erstmal, dass ich da bin. Wieder nur 3 Tage? Das weiß ich nicht. Die haben uns aus dem Kessel rausgeflogen. Den ganzen Haufen für ein Sonderkommando. Aber zunächst bleibe ich wohl hier. Du bist ja so komisch, Molle. Ach nee. Komm mal erst rein ins Haus. Wie lange wir bleiben, ist noch nicht ganz raus. Kann jeden Tag wieder losgehen. So? Jeden Tag kann's losgehen? Mhm. Gerade wieder mal zum Angewöhnen Zeit genug. Und zum Abgewöhnen bin ich wieder alleine. Wie stellst du dir das vor? Aber Molle, was hast du denn? Hm? Das ist eine Überraschung, was? Ja, das kann man wohl sagen. Was ist denn das? Das ist Prill. Herr Prill. Der kommt ab und zu vorbei. Und was will er? Er kümmert sich so ein bisschen um die Kinder und so. Wenn ich alleine bin. Ach so. Ja, natürlich.
Danke. Wir brauchen nicht. Wildgans mit einem Offizier, vier Unteroffizieren und 20 Mann wie befohlen angetreten. Danke. Morgen, Soldaten! Morgen! Augen gerade! Aus! Hört euch! Unsere Abteilung ist zu einem Sonderkommando herausgezogen. Sonderkommando Wildgans. Wir unterstehen dem OKH. Sonderkommando heißt Schnauze halten. Das ist das Erste. Es wird nicht herumgeredet. Wer Fragen hat, kommt zu mir. Wann und wo wir eingesetzt werden, weiß ich nicht. Wir haben zu warten. Warten heißt aber Dienst machen. Der Dienstplan hängt am schwarzen Brett. Ich wünsche nicht, dass der Haufen vermaut. Wer Urlaub will, kann sich einen Urlaubschein holen. Wenn ihr aber ausgeht, benehmt euch anständig. Ich will keine Streifenmeldung sehen, keine Beschwerden. Wer auffällt, wird sofort versetzt. Ist das alles klar? Jawohl, Herr Haufen! Gut. Also, Schnauze halten, abfahren. Fertig. Stichern! In die Unterkunft! Weggedreht! Sind Sie der Pförtner hier? Portier. Ganz schlicht und einfach Portier. Sagen Sie, wissen Sie irgendwo ein Lokal, wo um diese Zeit schon was los ist? So ein bisschen Remi-Demi? Na klar, wir sind doch Weltstadt, Herr Oberleutnant. Auch noch im 5. Kriegsjahr. Ja, ich würde Ihnen Kaffee Ulla vorschlagen, in der Potsdamer Straße. 3 Minuten von hier. Na, jetzt hoch her. Die Krimschel ziehen auch immer hin, natürlich, wenn sie da sind. Natürlich nicht ganz billig, aber Mädchens gibt's da, dufte. Danke. Ich hab dir die Noten besorgt. Du hast doch Bach immer so gerne gespielt. Willst du es nicht mal probieren? Sei mir nicht böse, Mutter. Lass mir bitte Zeit. Aber... jetzt hast du ja Zeit. Weißt du, ich kann mir Musik überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich höre sie nicht mehr. Ich höre sie wirklich nicht mehr. Nur mein Junge, das geht doch vorüber. Aber das Schreien, dieses langgezogene, gellende, fürchterliche Schreien der Verwundeten. Du wirst es vergessen, mein Junge. Ich glaube nicht, dass ich es vergessen kann, Mutter. Mensch, Weidlinger, mit den Stempeln? Gewinnen wir noch den Krieg. Tja. Hast du die Stempel notiert? Jawohl. Na, dann komm mit. Schreib auf. 200 Sonderausweise D für Dienst- und Urlaubsreisen. 200 Sonderausweise D für Dienst- und Urlaubsreisen. 500 Marschbefehle. 500 Marschbefehle. 300 Fahrbefehle Formular A. 300 Fahrbefehle Formular A. Sauber. Mit dem Papiermist könnten wir direkt ein Reisebüro aufmachen. Also ich spiele an der Front einen Besanskart. Ihr bumst es ja gar nicht. Warte mal ab, gleich kommt der Alarm, da kannst du dich ganz schön bumsen hören. Ach, so ein Heimatbums ist ja nicht. Das schon merke ich, scheiß mir hier mehr in Hosen als draußen. Hier siehst du nämlich nicht in so einem Keller, da sitzt du wie im Sarg. Nee, mir gefällt's ganz gut, ein bisschen Ruhe. Von mir aus kann's ruhig so weitergehen. Kommt der Jan hier fragen. Glaubst du, der Chef lässt uns hierher kommen, damit wir in Pension gehen? Mensch, der dreht ein Ding gleich, ein ganz tolles Ding. Da muss er sich aber beeilen, dass er noch zum Endsieg zurechtkommt. Mit dem Rummel ist hier doch bald Schluss. Sagst du, aber ich sage dir, das ist noch alles drin. Der Führer weiß ganz genau. Ach, leck mich am Arsch, du mit deiner Wundertüte. Vielleicht segeln wir noch mit dem Regenschirm zum Mars, was? Luftwaffe ist doch ausverkauft. Du bist ein richtiger Miesmacher, du. Lass hier bloß nicht deine Wehrkraft zersetzen. Immer der dritte Mann. Na komm, spielen wir 66. Jungs. Was machst du für ein Gesicht so? Och Mensch, Berlin und keine Weiber. Schaff dir doch ein Bratkartoffelverhältnis an. Eine Verkäuferin aus dem Butterladen ist immer gut. Musst nur ein bisschen ärmlich und ausgehungert tun. Aber mein junger Unternehmungsgeist musst du haben, ran musst du gehen, dann hast du ausgesorgt. Achtung! Achtung! Weitermachen. Wenn der Chef nicht bald was zaubert, werde ich hier nicht alt. Diese Ruhe geht mir auf den Nerv. Ja, ja, Herr Oberleutnant, hier gibt's eben keine Panzer zum Frühstück. Halten Sie den Mund! Ich meine, ein Telefon ist in diesem Saftladen. Organisiert doch einfach ein paar Rollen Kabel. Auch nur seine eigene Leitung. Achtung!
Weiter mal. Oberwachtmeister Kern. Herr Hauptmann. Sie machen ja schon wieder OVD. Und für die Luftschutzwache haben Sie sich auch eingeteilt. Jawohl, Hauptmann. Das geht nur schon eine ganze Weile so. Was ist denn los? Sie haben doch hier ein Zuhause, Frau und Kind. Ja, ich weiß nicht, Herr Hauptmann. Ich meine... An Ihrer Stelle würde ich mich ein bisschen mehr um die Frau kümmern. Ich verbiete Ihnen ab sofort jeden Nachtdienst. Verstanden? Jawohl, Hauptmann. Diensthabender ist Oberleutnant Taut. Helmut, was ist eigentlich heute mit dir? Katinka, ich habe Angst. Angst vor dem Ende. Wie soll das alles weitergehen? Aber du hast doch hier auch keine Angst gehabt. Oh ja. Auch da habe ich Angst gehabt. Und wie? Angst macht tapfer. Sind nicht alles allein Heldentaten, die ausgezeichnet werden. Viele werden zum Helden aus Zufall, aus Glück, manche aus Dusseligkeit, die meisten aber aus Angst. Auf das EK-1, das ich bekommen habe, weil ich den Körper aus einem brennenden Sturmgeschütz holte, da bin ich stolz. Ja, und wozu habe ich ihm das Leben gerettet? Draufgegangen ist er trotzdem. Ja, und jetzt habe ich allen anderen das Leben gerettet. Und dafür kriege ich keinen Orden, sondern wenn es rauskommt, mein Todesurteil. Wirst du es schon schaffen? Aber darum geht's ja gar nicht. Viel wichtiger sind meine Leute. Ich habe mir das zu einfach vorgestellt. Jetzt habe ich sie hier und jetzt fangen die Schwierigkeiten erst richtig an. Bei dem Kern stimmt die Ehe nicht mehr. Der Grafenhorst, der findet sich überhaupt nicht mehr zurecht. Was geschieht mit dem Kind vom Körper? Aber du kannst dich doch nicht um jeden Einzelnen kümmern. Mein liebes Kind, ich habe sie herausgeholt. Ich bin für sie verantwortlich. Weißt du was? Bring sie doch einfach alle mal zu mir. Zu dir? Ja, du, das ist eine glänzende Idee. Ja, du, der Taut muss auch dabei sein. Der ist schon ganz durcheinander. Der bekommt die Ruhe nicht. Ja, du, die sollen alle mal herkommen. Kriege ich jetzt einen Orden? Dann müsste ich aber erst einen erfinden. Ich will auch gar keinen Orden. Ich möchte viel lieber ins Kino. Aber vorher möchte ich noch einen Kuss. Also Kuss, Kino, keinen Orden. Los, komm, ihr erst über Baum. Heb hoch. So, du gehst gleich weiter. Hier nach rechts. So. Hoch! Heb hoch! So! Das ist eine Übung? Nee, mein Lieber, das ist ein Ernstfall. Sonderkommando Wildgans. Geheime Kommandosache. Ja, ja. Donnerwetter! Zurücktreten, meine Herrschaften! Bitte andere Straßenseite benutzen! Was wollt ihr am Kochgeschirr? Haben wir nicht mehr. Das Lager ist bereits im Abtransport, wird verlagert. Festung Alpen! Wir haben kaum mehr was hier! Schlafsäcke könnt ihr haben. Ja, Schlafsäcke könnt ihr haben. Wir wissen nicht, wohin damit. Draußen steht ein ganzer LKW voll. Brauchen wir nicht. Schnauze, können wir doch tauschen gegen was anderes. Schlafsäcke sind was Feines, gibt's bloß für Offiziere. Aber ihr seid ja wohl ein ganz besonderer Verein. Also, was ist, wie viel? 30. 50. 50, Mensch, 50 ist doch kein Angebot. Ich muss den Ramsch hier loswerden. Morgen ist alles leer hier. Also, entweder die ganze Fuhre oder es gibt gar nichts. Klar? Jawohl, Herr Febel. Jawohl, Herr Febel. Gib mal den Schein her. Muss ein Stempel drauf. Ey, macht's ein bisschen schneller, ihr Müden. Schlafsäck, ihr Müden. Männer, halt! Der eine Raum ist ja schon ganz voll. Das ist doch Blödsinn. Wir können's ja nicht unsere ganze Bude vollbauen. Herr Kavitter. Herr Hauptmann, befehlen? Haben Sie nicht im Keller Platz für unsere Schlafsäcke? Na, ihr wisst doch, da können wir noch eine Menge ganz bequem unterbringen. Na gut, die Leute sollen das Zeug in den Keller befördern. Jawohl, Herr Hauptmann! Schlafsäcke in den Keller! Ich bin ja nie neugierig, Herr Hauptmann. Aber Schlafsäcke und dann der Name Wildjans, also der deutet doch ganz klar nach Norden. Landung in Alaska oder so. Ich verrate Ihnen doch nicht, Herr Klavitter. Gott bewahre, Militärgeheimnisse. Aber man macht sich doch als Privatperson so seine Gedanken. Wird ja auch allmählich Zeit, etwa den Krieg gewinnen. Allerdings. Ach, wenn ich nicht so eine Rheuma in der Beine hätte, dann könnte ich ja auch noch dazu beitragen. Aber so sehe ich ja ein bisschen schwarz für den Endsieg. Nach die Halle gehört ihr Trapsen. Dann nehmen Sie sich so ein Ding. Mit Daunen gefüttert, nur für Offiziere. Dankeschön, Herr Hauptmann. Fühl mir augenblicklich zum Leutnant befördert. Hier. So, hier, das kriege ich. Danke. Na, spendierst du mir einen Süßer? Hier, ich Püppchen. Herr Oberleutnant ist die Zentrale. Hallo? Stabsquartier Wildgans. Verständigung? Ausgezeichnet. Ja, prima Laden hier. Ausgesprochene Nahkampfdiele. Ich sehe bereits das Weiße in der Bluse des Feindes. Bleiben Sie mal dran.
Wie gefällt dir denn das? Ja, Moment mal. Na, Süßer? Ist euer Oberleutnant nicht eine Wucht? Ja, wir werden schon Leben bringen, euer Himmelfahrtskommando, ja. Hör mal, was der sagt. Was? Unternehmen Schlafsack? Unternehmen Schlafsack, ist der nicht goldig? Da, komm mal rüber, kleiner Schlafsack, wa? Nein, nein, das geht leider nicht. Ich muss hier Wache schieben. Ihr könntet mir höchstens was rüberschicken. Eine Mass Salvator und ein Marder. Servus. Ende. Vielen Dank. Das sind hübsche Blumen. Die sind ja mal bloß aus unserem Garten. Wir wissen ja nicht, wohin damit. So doll blühen sie dieses Jahr. Mulle, so was sagt man doch nicht. Nun setzen Sie sich doch erstmal. Dankeschön. Machen Sie es gemütlich. Schön, dass Sie gekommen sind. Danke. Es ist schön, dass Sie da sind. Helmut hat mir von Ihnen erzählt. Ich kann Sie gut verstehen. Es ist übrigens kein Klavier hier. Sie sind also ganz ungestört. So schlimm ist das gar nicht. Nika, holst du mal bitte den Tee? Ja, es steht schon alles in der Küche. Das ist meine Cousine Monika. Grafenhorst. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Dann ist es nicht so langweilig. Käthe, das ist der berühmte Herr Taut, unser Salonlöwe. Guten Abend. Bin wirklich ganz zahm. Nimm dich in Acht, Käthe. Er ist ein toller Draufgänger. Nicht nur bei Panzern. Na, ihr zwei? Ihr freut euch sicher, dass ihr euch wieder habt, was? Ja, das kann man wohl sagen. Freude ist gut mit dem ollen Miesepeter. Na, Mulle. Na, mal sachte, ihr habt doch die Kinder und den Garten. Kümmer den doch nicht. Den ganzen Tag muft er zu Hause rum, liegt auf dem Sofa und sagt keinen Ton. Nee, Herr Hauptmann, auf so einen Mann habe ich nicht gewartet. Den können Sie wieder haben. Ja, ist ja auch alles nicht so einfach, nicht? Na, nur wollen wir erstmal Schnäppchen trinken, damit alles wieder besser. Ich habe hier was Wunderbares organisiert. Der ist bestimmt von der Flieger, ne? Sag nicht. Die haben nämlich noch so tolle Sachen. Ja, siehst du, Mulle, wenn ich bei der Flieger wäre, dann wäre das alles anders. Die fliegen bloß mal so eben in der Luft rum und dann sind sie gleich wieder zu Hause. Die können sich auch kümmern und so. Dir passt das wohl nicht, dass andere deine Frau auch nett finden, was? Nee, passt mir auch nicht. Sag es doch. Red doch endlich mal. Und lauf nicht mit so einem Gesicht herum. Im Gesicht, das hältst du Magierkürbisse auf dem Mistbeet. Na, Kinder, komm. Erstmal Prost. Ich hab genug von dem Zeug. Brauch nicht sparsam zu sein. Prost. Warum versuchen Sie nicht einmal wieder Klavier zu spielen? Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber ich höre einfach keine Musik mehr. Ich bin wie taub. Seltsam. Ich höre immer Musik. Und immer möchte ich danach tanzen. Überall und zu jeder Stunde. Das war schon so, als ich noch ein kleines Mädchen war. Mich stört Lärm überhaupt nicht. Wissen Sie, Sie sind taub gegen Musik. Ich bin einfach taub gegen jeden Lärm. Und Sie haben nie drunter gelitten, dass Sie nicht mehr Tänzerin sein konnten? Oh ja. Ich war sehr traurig zuerst. Aber jetzt nicht mehr. Ich übe viel allein. Wir sind ja noch jung. Der Krieg muss ja mal zu Ende sein. Sie wissen auch nicht, was man mit uns vorhat. Ich meine, was aus dem Sonderkommando wird. Da darf man doch nicht drüber sprechen. Ist doch geheim. Mir kommt die Sache allmählich komisch vor. Danke. Wieso? Weil Sie in Berlin sitzen und nicht draußen? Hier passiert doch auch eine ganze Menge. Und was soll denn hier schon passieren? Na, warten Sie noch eine Stunde, dann kommt Alarm. Kleiner Bombenteppich, ein wackelndes Haus ist auch nicht ohne. Na, wenn schon. Wenn man Nachtjäger wäre, das wäre doch eine Wucht. Ich habe das Gefühl, Ihnen geht's nicht eher gut, ehe Sie nicht das Ritterkreuz haben. Sehr gut. Übrigens, fast hätte ich es gehabt. Nur der Hauptmann ist daran schuld, dass Woran bin ich schuld? Dass ich nicht das Ritterkreuz habe. Hier per Schlafsack ist doch das nicht zu machen. Ja, probieren Sie es doch mal. Im Schlafsack über den Atlantik, als U-Boot-Schreck, wäre doch mal was Apartes. Können wir nicht ein bisschen Musik machen? Hier ist doch ein Grammophon. Ja, stell doch an, es ist aufgezogen. Hoffentlich hat Grafenhorst nichts dagegen. Na ja, wenn ich es mache, wird das wohl erlauben, was? Schön die Musik, nicht? Na, Mulle? Wa, Mama? Darf ich bitten?
Wir dürfen doch, ja? Natürlich. Der Teppich ist sowieso hin. Ach, Herr Hauptmann. Schön, dass es hier. Na, seht ihr, Kinder, das ist richtig. Tja. Gibt's eigentlich noch Professor Mansfeld? Ich weiß nicht. Viermal. In der Musikhochschule. Die Musikhochschule ist doch jetzt eine Rüstungsfabrik. Eine Rüstungsfabrik. Seit die Staatsoper zugemacht wurde, sind wir alle zur Arbeit eingezogen. Das ganze Ballett. Wir machen so eine Sache für U-Boote. Im Saal 3 und 4. Da habe ich meine Prüfung gemacht. Ich male da jetzt Ziffern mit Leuchtfarben. Und habe jede Woche zweimal Luftschutzdienst. Aber das mache ich freiwillig, weil ich da gut arbeiten kann. Was arbeiten Sie denn? Ich trainiere. Der Saal ist so schön groß. Da bin ich mit meiner Kollegin allein. Ich nehme mein Trainingszeug mit und tanze. Ich will doch fit bleiben für später. Bitte, Hauptmann. Hm? Jetzt etwas Schräges. Schräges? Ich glaube, das ist hier schräg. Ja, das ist schön. Ich komme dann nachher mit dem Teller sammeln, ne? Gestatten. Sie gefallen mir verdammt gut. Aber Ihnen gefallen ja nur Hauptleute. Nur langsam, wird schon noch werden. Müssen Sie sich aber beeilen, der Krieg ist bald zu Ende. Sie meinen durch das Unternehmen Schlafsack? Machen Sie sich nur nicht lustig, Herr Taub. Haben Sie eine Ahnung, was ich da oben vorbereite? Ach, erzählen Sie doch. Kann ich doch nicht drüber sprechen, OKH. Ja, und Sie meinen wirklich? Natürlich. Oder zweifeln Sie daran, dass der Führer nicht weiß, was er will? Keineswegs. Na also, gerade Männer wie Sie werden dann gebraucht. Sie werden sich noch wundern. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte einen Moment. Aha, Voralarm. Nika. Ja? Darf ich Sie nach Hause bringen? Gern. Ich warte unten an der Ecke auf Sie. Hm? Schade, es war gerade so nett. Na, ihr kommt ja bald wieder. Gern, ja. Wir bringen euch noch raus. Du, ich habe mit Taut gesprochen. Er glaubt an den Schwindel. Verlass dich drauf. Alles mal herhören. Wer hier in Berlin Angehörige hat, feiert Weihnachten zu Hause. Für die anderen machen wir hier eine zünftige Weihnachtsfeier. Für reichlich zu trinken ist gesorgt. Danke, weitermachen. Wir können unsere Zuteilung erhöhen, Herr Hauptmann. Ja? Außerdem bekommt jeder eine Flasche Schnaps für die Feiertage. Na, ist ja wunderbar. Kern, wie sehen Sie denn aus? Ja, uns hat es heute Nacht erwischt, Herr Hauptmann. Was ist denn passiert? Eine Brandbombe, die ganze Laube ist hin. Ach, du armes Lieschen, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Brauchen Sie was? Na, einiges habe ich ja gerettet, aber Betten haben wir keine mehr. Ja, na, Mensch, nehmen Sie sich doch ein paar Schlafsäcke. Ja, das wollte ich ja gerade fragen. Na klar, klar, wieder soll ich Ihnen geben, was Sie brauchen. Dann machen wir. Herr Taut, wenn Sie Weihnachten nicht wissen, wo Sie feiern sollen, dann kommen Sie doch zu uns. Fräulein Vorbach würde sich freuen. Danke. Was ist denn los? Was machen Sie für ein Gesicht? Mir stinkt der Laden, Herr Hauptmann. Zum Kotzen ist das. Wir sind doch nicht zum Weihnachtsliedersingen hierher gekommen. Sie brauchen ja keine zu singen. Der ganze Laden ist nichts als ein Drückeberger-Asyl. Sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock. Sind Sie verrückt geworden? Nehmen Sie sich zusammen, Herr Taut. Ich erwarte bis heute Abend Ihre Entschuldigung. Achtung! Kann er lange warten. Ich sage Ihnen, der Betrieb hier ist nicht legal. Ich weiß, wohin ich mich wende. Komm hier schon, Helmut. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich reinkommen? Bitte. Ist der Hauptmann da? Nein, er ist noch nicht zurück. Können wir nicht reingehen? Bitte schön. Setzen Sie sich doch. Danke. Haben Sie ein Glas? Ich meine natürlich zwei. Und Sie? Nein, ich nicht, danke.
Dann nehmen Sie doch Platz, wenn Sie warten wollen. Danke. Bin ich erschrocken. Ganz munter, der Kuckuck. So spät am Abend. Auf Ihr Wohl, schöne Frau. Zum Wohl. Der Hauptmann hat mich eingeladen, bei Ihnen Weihnachten zu feiern. Ja, wir haben darüber gesprochen. Kann ein munteres Fest werden. Ich habe das Gefühl, dass Ihnen Alkohol nicht sehr gut bekommt, aber ich verstehe Spaß. Oho. Die Dame ist etepetete. Sie sollten nicht so zimperlich sein. Wir beide könnten doch auch einmal ein bisschen auf die Pauke hauen. Oder meinen Sie, dass der Hauptmann was dagegen hat? Lassen Sie das. Ich glaube, Sie sind gar nicht so. Die Mädchen hier sind doch alle ganz flott. So? Der Hauptmann sucht sich doch immer das Flotteste aus. Er weiß ganz genau, was ihm schmeckt. Zeig mal deine Augen. Du weißt, dass ich deinen Hauptmann in der Hand habe. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Seit wann duzen wir uns überhaupt? Ich kann ihn hochgehen lassen, wann ich will. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass ich nicht weiß, wovon Sie reden. Bitte drücken Sie sich deutlicher aus. Sie werden schon merken, wenn es ernst wird, wie deutlich ich bin. Also? Es liegt nur an Ihnen. Überlegen Sie gut, was Sie tun. Ich rufe Sie morgen Abend gegen 9 noch einmal an. Sie können sich Ihren Groschen sparen. Der Tod ist drin. Vielleicht ahnt er doch was. Sei vorsichtig. Ach, Herr Tautz, ist ja wunderbar. Ich habe ja gleich gewusst, dass Sie sich bei mir entschuldigen werden. Machen Sie sich keine Illusionen, Herr Hauptmann. Ich nehme kein Wort zurück. Ich will mal was sagen, Herr Tautz. Was Sie sich heute früh geleistet haben, das kann ich nicht durchgehen lassen. Wenn Sie sich jetzt noch stur stellen, dann muss ich eine Meldung über Sie machen. Ach, Sie wollen mich melden. Haben Sie das gehört? Melden will er mich. Dann versuchen Sie es doch. Dann geht der ganze Saftladen hoch. Mit ihm Sie, Herr Oberdrückeberger. Sie, stecken Sie das Ding weg. Ihr Kopf ist bestimmt ab, meiner nur, wenn Sie treffen. Das ist doch vernünftig, Mensch. Sie sind ja betrunken, nicht wahr? Kommen Sie, jetzt gehen Sie nach Hause, wir reden morgen drüber. Was wird er denn jetzt machen? Keine Ahnung. Glaubst du, dass er was Bestimmtes weiß? Melden kann ich ihn nicht. Denn wenn der Krach geprüft wird, kommt alles raus. Aber wenn ich ihn nicht melde, dann weiß er, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Ja, wir müssen eben abwarten. Na, Käthe, Mädchen, wo stinken Sie denn? Entschuldigen Sie bitte vielmals. Sollen Sie Weihnachtseinkäufe machen? Ja, Oberster. Sagen Sie, dieser renitente Hauptmann, der da vor ein paar Monaten Sturmgeschütze haben wollte. Wissen Sie was von ihm? Nein, wieso? Ich habe da so einen mysteriösen Anruf bekommen von einem Oberleutnant Taut. Kennen Sie den? Ich habe ihn auf den Dienstweg verwiesen. Sache kann sehr peinlich werden, auch für Sie. Pflichtgemäß mache ich Sie darauf aufmerksam, dass jede Wahrnehmung des geringsten Verdachtmomentes zu melden ist. Haben Sie mich verstanden? Selbstverständlich. Ah, ich hoffe es. Ihre Meldung nehme ich nicht zur Kenntnis. Wenn das OKH ein Sonderkommando bestimmt, dann pflegt es sich dabei auch was zu denken. Oder glauben Sie, dass in der deutschen Wehrmacht monatelang etwas existieren kann, was überhaupt nicht existiert? Na also. Bei Sonderkommandos weiß man nie, gegen wen, von wem und für wen. Da lässt man die Finger besser raus. Wenden Sie sich doch an den SD, wenn Sie wollen. Der wäscht ja gern Schmutz hier. Ich meine, der ist ja für sowas zuständig. Sehr interessant, was Sie da melden. Aber der Name Wildgans sollte Ihnen zu denken geben. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass die Wildgans der Lieblingsvogel des Führers ist. Die Sache hat also mit dem Führerhauptquartier zu tun. Finden Sie es nicht vermessen, da ein Misstrauen zu äußern? Los! Für den Lieutenanten habe ich kein Verständnis. Machen Sie Ihre Schweinereien unter sich ab.
Wo wollen Sie denn hin? Saal 3. Ich möchte nur mal sehen, ob Frau Norman noch da ist. Die ist oben, ersten Stock. Ihr Soldbuch bitte, Herr Oberleutnant. Bitte. Danke. Was ist das eigentlich, Sonderkommando Wildgans? Das könnten Sie sich mal etwas näher ansehen, meine Herren. Boesstraße 119. Sehr interessant, kann ich Ihnen sagen. Baute alte Frontschweine wie ich und die hier hocken da rum seit Monaten. Zustände wie im alten Rom. Das geht uns nicht an, dafür sind wir nicht zuständig. Herr Kamerad, wenn Sie schon in einer so charmanten Umgebung den Krieg verbringen, dann sollten Sie nicht vom alten Rom reden. Erlauben Sie, seine Beleidigung! Mensch, nur nicht auffallen! Okay, Herr Oberleutnant, Sie
Sie sehen ja, Herr Oberleutnant, das glaubt Ihnen ja doch keiner. Das hat gar keinen Zweck. Das werden wir ja sehen, ob mir das keiner glaubt. Der Hauptmann ist doch nicht doof. Das wird sich ja herausstellen, wer von uns beiden der Schlauere ist. Na, was denn, was denn? Ihr denkt wohl, weil ihr knitterfreien Uff habt, ihr seid was Besonderes, ja? In meinem Lokal werden die Gäste nicht gestört, auch nicht von euch. Saltburg ist in Ordnung. Urlaubschein. Urlaubschein, wenn ich das schon höre. Vielleicht auch noch eine Geburtsurkunde und Impfschein. Sie in meinem Lokal verkehren nur solide Leute, für Fitti legt der Hand ins Feuer. Seien Sie vorsichtig, verbrennen Sie nicht die Finger. In Ordnung. Na, also, ich hab's doch gesagt, bei mir werden Sie nicht finden. Mit Ihren ewigen Kontrollen vermasseln Sie mir noch den... Regen Sie sich doch nicht auf. Na nur, was denn das hier? Augenblick mal. Hey, rauskommen! Ich finde hier doch mal was. Passen Sie nur auf. Ja, schlafen lassen Sie die Jungs. Saltbuch, Urlaubschein. Hier, Herr Leutnant. Schöner Schlafsack, ganz neu. Das ist in Ordnung. Aber das ist ein Offiziersschlafsack aus der Heereskleiderkasse. Wo haben Sie das Ding her? Also gefunden wird dann haben, oder denken Sie, kandle damit? Gefunden? Ja. In der Straßenbahn vermutlich, was? Hat wohl ein General in der Straßenbahn einfach liegen lassen. Gott, warum soll ein General mal nicht was in der Straßenbahn liegen lassen, nicht? Sie bei mir verkehren auch bessere Leute. Soll ich Ihnen mal erzählen, was die schon alles vergessen haben? Manchmal soll er bezahlen. Ruhe! Ja. Schlafsack mitnehmen, feststellen, woher das Ding kommt. Sie kommen mit. So, nun raus hier. Mahlzeit. Herr Lissler. Sonderkommando Wild, ganz Unteroffizier Weidlinger auf Wache. Und wo sind die anderen? Tagesurlaub, Herr Hauptmann. Laut Dienstplan ist jetzt Waffenreinigen. Der Dienstplan ist ja schon 6 Wochen alt, Herr Leutnant. Wer führt denn euren komischen Haufen? Herr Hauptmann Brack, Herr Hauptmann. Wo ist der Hauptmann Brack? Im OKH, Herr Leutnant. Und wann war der Hauptmann das letzte Mal hier? Weiß ich nicht, Herr Hauptmann. Haben Sie diesen Hauptmann Brack überhaupt mal gesehen? Ja, freilich. Den gibt's schon. Na, hoffentlich. Habt ihr noch mehr von diesen Schlafsäcken? Jawohl, nein. Ich glaube, ich weiß nicht, Herr Hauptmann. Lassen Sie. Hallo, wer ist da? Na, hallo, Kinder, wie geht's euch denn immer noch? Hm? Na, was ist denn los, ihr Knallköpfe? Wer ist denn da dran? Hier ist Ulla. Klammerbeutel gepudert. Wer ist denn Ulla? Na, Ulla Krause. Sag mal, stehst du auf der Leitung, wa? Euer Oberleutnant kommt gerade. Sagen Sie dem Oberleutnant, der soll sofort in die Unterkunft vom Sonderkommando Wildgans kommen, verstanden? Ende. Ende. Mensch, Oberleutnant. Dicke Luft in eurem Laden. Sämtliche Ordner sind leer. Die Diensträume machen keinen sehr gepflegten Eindruck. Der Dienstplan ist mehr als 6 Wochen alt. Zum angesetzten Dienst ist keiner der Soldaten erschienen. Oberleutnant Taut, dienstlich unterwegs gewesen. So, dienstlich unterwegs. Trommeln Sie sofort die Leute Ihres Kommandos zusammen und schaffen Sie mir den Hauptmann Brack herbei. Bitte, gehen Sie ran. Hallo? Der Hauptmann. Jawohl, Herr Hauptmann. Wo sind Sie jetzt? Ich bin hier im OKH. Aber ich bin hier bald fertig. Ich muss Sie sofort sprechen. Jawohl, Herr Hauptmann. Ich warte hier. Bis gleich. Er ist bei seiner Freundin. Na und? Na, hören Sie. Das ganze Kommando ist illegal. Langsam, vorläufig ist hier nur ein krummes Ding mit Schlafsäcken gedreht worden. Sie müssen ihn verhaften, das Ganze ist ein krummes Ding. Der ganze Haufen stimmt nicht. Herr Kamerad, Sie wissen, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie so etwas behaupten, ohne es beweisen zu können. Ich erzähle Ihnen alles im Wagen. Wohin wollen Sie denn fahren? Dorthin, wo der Kuckuck ruft. Aber wir müssen uns beeilen, Herr Hauptmann. Gut, aber wehe, wenn Sie uns einen Bären aufgebunden haben. Ich traue der Sache nicht. Du musst fliehen. Fliehen? Wie stellst du dir das vor? Wohin denn? Ich weiß nicht mehr. Mir ist so unheimlich. Vielleicht ist das Ganze eine Falle. Sie kommen. Wer kommt? Taut mit 2 Offizieren. Helmut, ich hab Angst. Katinka, du musst jetzt ganz ruhig sein. Hör mich an. Du darfst nie etwas zugeben. Hast du mich verstanden? Was sie dich erfragen und was sie dir auch erzählen, nie etwas zugeben. Hörst du mich? Du weißt von nichts.
Versprichst du mir das? Du weißt von nichts. Ich mach auf. Sind Sie Hauptmann Helmut Brack? Jawohl. Bitte folgen Sie mir zur Kommandantur. Es ist eine dumme Angewohnheit von mir, Untersuchungsgefangene von vornherein auf den Ausgang des Verfahrens hinzuweisen, aber das erleichtert das Verhör erfahrungsgemäß ungemein. Wer keine Rettung mehr sieht, macht sich und mir das Leben nicht unnötig schwer. Sehr liebenswürdig, dass Sie mich darauf aufmerksam machen, Herr Oberfeldrichter. Also Ihnen ist klar, dass die Geschichte mit Ihrem Todesurteil endet. Na, das erleichtert uns vieles. Sie haben die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit. Ich hoffe, ich kann Ihnen viele Wahrheiten sagen. Wie steht es um die Mittäterschaft der Käthe Vorbach, Sekretärin im OKH? Sie wissen, dass sie ebenfalls verhaftet wurde. Nein, das ist doch heller Wahnsinn. Sie hat überhaupt nichts mit der Sache zu tun. So? Aber in Ihren Personalakten befindet sich folgender Vermerk. Am 10. September 1944 wurde vom Büro des Oberstleutnant Quent telefonisch durchgegeben, dass Hauptmann Brack zu einem Sonderkommando des OKH abkommandiert wurde. Oberstleutnant Quent bestreitet, einen solchen Auftrag gegeben zu haben. Folglich kann der Anruf also doch nur von der Käthe Vorbach gekommen sein, stimmt's? Nein, ich habe selbst beim Heerespersonalamt in Lübben angerufen. Sie? Ja, und zwar war das folgendermaßen. Ich hatte keine Lust mehr, an die Front zurückzukehren und deswegen wollte ich mir in Berlin einen Druckposten besorgen. An dem fraglichen Tage wartete ich im Vorzimmer von Oberstleutnant Quent auf eine Besprechung und Fräulein Vorbach musste zu ihm hinein, zu einem Diktat. Und als ich allein war, habe ich in Lübben angerufen und habe Anweisungen gegeben, diesen Vermerk in meine Akten zu setzen. Und so kam diese Eintragung zustande und nicht anders. Schön. Wie aber verhält es sich mit dem Fernschreiben vom 11.09., das nachweislich von der Vorbach aufgegeben wurde? Und demzufolge Sie mit einem Sonderauftrag nach Lübben fahren sollten. Wiederum bestreitet Oberstleutnant Quent, einen solchen Auftrag gegeben zu haben. Also hat doch die Vorbach Ihr Vorhaben unterstützt. Stimmt's? Nein, das hat sie nicht getan. Dass der Oberstleutnant sich nicht an dieses Fernschreiben erinnert, das glaube ich gern. Es ging ja um seine Gänse. Um was? Um seine Gänse. Ich hatte den Eindruck, Oberstleutnant Quent hatte nebenher so eine Art Geflügelhandlung aufgemacht. Sie wagen es? Jawohl. Denn Oberstleutnant Quent hat tatsächlich Fräulein Vorbach die Anweisung gegeben, wegen meines Gänse-Sonderkommandos ein Fernschreiben nach Lübben zu schicken. Und dabei sah ich dann, wie prompt diese Masche mit einem Fernschreiber funktioniert. Und am Abend habe ich dann in Lübben diesen Trick selbst angewandt. Na also, was haben Sie sonst noch zu sagen? Meine Leute sind unschuldig, Herr Oberfeldrichter. Keiner von Ihnen hatte auch nur die leiseste Ahnung, dass alles Schwindel war. Auch Oberleutnant Taut nicht? Nein, es war bloß eine Vermutung von Ihnen. Warum hat er Sie dann angezeigt? Wir hatten eine private Auseinandersetzung. Er hatte Halsschmerzen. Hatte was? Halsschmerzen. Er wollte unbedingt das Ritterkreuz verdienen. Und dabei hat er dann meine ganze Abteilung zur Sau gemacht. Er hat tapfer und pflichtbewusst gekämpft. In meinen Augen war es Mord, Herr Oberfeldrichter. Ah. Für Sie ist also ein tapferer Offizier ein Mörder. Wenn jemand Panzerleute ohne Panzer infanteristisch einsetzt, so ist das fahrlässige Tötung. Wenn es aber jemand tut, nur um seinen persönlichen Ehrgeiz zu befriedigen, ohne Auftrag, so ist das gemeiner Mord. Sie als Jurist müssen diese Begriffe kennen. Oberleutnant Taut tat nur seine Pflicht. Das ist in seinem Fall eine ganz faule Ausrede. Aber Sie tun ja auch nur Ihre Pflicht. Was erlauben Sie sich? Meine Auffassung von Pflicht unterscheidet sich allerdings wesentlich von der Ihren. Auch ich kämpfe an der Front, auch hier gibt es Tote, eine ganze Menge sogar. Sie werden Gelegenheit haben, das festzustellen. Abführen. Todesurteil. Haben Sie von denen was anderes erwartet? Natürlich nicht. Aber man hofft doch immer noch. Fräulein Käthe, seien Sie doch nicht so verzweifelt. Käthe, beruhige dich doch. Ich habe gehört, die Verurteilten kommen alle ins Militärgefängnis nach Torgau. Ich werde ihn nie mehr wiedersehen. Nicht doch, Fräulein Vorbach. Der Front ist viel näher an Torgau ran als an uns. Der gibt vielleicht Überraschungen. Dieser Verdammte, dieser Elende, dieser idiotische Krieg. Käthe, Sie dürfen nicht aufgeben. Kern hat recht, es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Ich kann nicht mehr. Schicken Sie euch alle wieder an die Front? Ja, klar. Aber jeden woanders hin, damit der ganze Haufen auseinanderplatzt. Was wird nur mit Fräulein Vorbach? Sie ist natürlich raus aus dem OKH.
Dienstverpflichtet in einer Munitionsfabrik. Was hat er einmal gesagt? Wir machen den Krieg nicht, wir sind ihm ausgeliefert. Oh Gott, lass uns ein heldenhaftes Geschlecht sein, der Größe unserer Ahnen würdig. Segne die deutsche Wehrmacht, segne besonders unseren geliebten Führer. Amen. Heeresgesangbuch, Heeresdienstvorschrift 371. Da, ich brauche es nicht mehr. Ein sehr vornehmes Buch. Das kriegen Sie nur, wenn Sie erstens Protestant sind und zweitens zum Tode verurteilt. Dankeschön, ich bekomme ja auch eins. Ein General ist auch dabei. Wir befinden uns in guter Gesellschaft. Ich könnte mir eine bessere Gesellschaft vorstellen. Der Neue schläft heute auf der Pritsche. Es geht immer reihum. Zwei auf dem Fußboden, einer auf dem Bett. Hat er recht. Und was recht ist, muss recht bleiben. Ich war nämlich Rechtsanwalt. Eigentlich sollte jeder, der die letzte Nacht hier ist, auf der Pritsche schlafen. Aber das weiß man nie. Die sagen es einem nicht. Kavaliere, was? Man soll noch mal richtig ausschlafen, ehe sie einen holen. Na, ich habe ja Glück. Ich bin auch nicht gesund geschrieben von meinem Leberleiden. Und bevor man nicht gesund geschrieben ist, kann man nicht erschossen werden. So ist das bei den Preußen. Eine soziale Firma. Und warum sind Sie hier? Morgen früh beim Appell können Sie es hören. Da muss ich meine Geschichte herbeten. Jeden Morgen beim Appell muss man aufsagen, warum man hier ist. Die haben Angst, man könnte es vergessen, warum man erschossen wird. Feierabend. Wie lange wird es noch dauern, bis es bimmelt? 20 Minuten vielleicht. Bin neugierig, wer heute dran ist. Die klingeln nämlich im Laden, wenn sie welche rausholen. Ein ekelhaftes Geräusch. Und dann kommt zuerst der Pfarrer. Beim Katholischen dauert es immer etwas länger. Das liegt wohl am Text. Und dann knallt es gleich hinterher. Da weiß man wenigstens, dass die Quälerei zu Ende ist. Passen Sie nur auf. Nu, was ist denn da los? Herr Sie, Abtransport. Es ist soweit. Die Front muss ganz nah sein. Es geht um jede Stunde. Vielleicht schaffen wir es noch. Ja, natürlich müssen wir die Akten retten. Wir müssen die Todesurteile haben. Jawohl, die Akten retten. Los! Los, Krieger, wir müssen sie retten. Jawohl, die Akten. Die Akten, was für Akten? Die Akten, Mensch, Quatsch! Die Gefangenen müssen gerettet werden. Zum ordnungsgemäßen Erschießen. Tempo! Jawohl, die Gefangenen retten zum ordnungsgemäßen Erschießen. Inspektor, was habe ich gesagt? Der Waggon mit den Akten. Mensch, haben wir Schwein gehabt. Was soll jetzt werden? Ist noch nicht zu Ende. Oh, Inspektor, eine Katastrophe. Es ist alles verbrannt. Die Verurteilten sind keine Verurteilten mehr. Nicht mehr ein Aktenzeichen ist vorhanden. Was soll denn dieser Büroquatsch in dem Moment? Denken Sie doch mal praktisch. Die Gefangenen sind durch ordentliches Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt. Ich schlage vor, wegen außergewöhnlicher Umstände Exekution an Ort und Stelle vorzunehmen. Im Namen des Führers, ich gebe Befehl. Wie stellen Sie sich das vor? Wie wollen Sie eine Identität feststellen, ohne ordentliche Akten zu besitzen? Undenkbar. Sehr richtig. Meine Herren, die Front rückt immer näher. Es ist höchste Zeit. Einer muss die Verantwortung übernehmen. Ich schlage vor, alles wieder in den Zug. Fahrt wird planmäßig fortgesetzt. Gut, dann aber auf Ihre Verantwortung. Bitte. Fertig machen zum Abtransport!
Ja, ist das nicht wahr? Herr Hauptmann, Sie leben? Wie Sie sehen. Tag, Herr Kavita. Was bedeutet denn diese Gedenktafel da? Dass Sie mir einen Fremden mal im Schlaf sagen. Sie werden staunen. Kommen Sie mal mit. Sehen Sie, das ist nicht Nachkriegs-Berlin von heute. Na, dann trinken Sie mal noch einen Schnaps mit, Herr Hauptmann. Der Hauptmann ist zum Tode verurteilt, Herr Kavita. Na schön, Herr Brack. Sehen Sie, Ihnen haben die Schlafsäcke bald einen Kopf gekostet und mir retten Sie jetzt das Leben. Sie sind ja fast ein stiller Teilhaber. Na, Sie, von meinen Leuten haben Sie nicht mal was gehört, oder? Na, der Wachtmeister war noch mal hier. Der hat treu und brav seine Schlafsäcke zurückgebracht. Du bist ja weg aus Berlin mit Frau und Kind. Herr Prost, Herr Brack, auf den Fremdenheim Schlafsack. Ist dein Unglück noch so bitter? Schlafen kannst du bei Klavitter. Sagen Sie, Fräulein Vorbach hat sich auch nicht gemeldet bei Ihnen. Nee, ist er nicht in Ihrer Wohnung? Nee, nee, ich war vorhin da. Das Haus ist ausgebombt. Und Angehörige hat sie gar keine. War ja nett, das Fräulein. Wissen Sie, Herr Hauptmann, wissen Sie, wenn ich mal so vorstelle, was Sie erlebt haben, das glaubt doch kein Mensch. Sie, das müssen Sie aufschreiben. Ja, das ist nämlich so, Herr Hauptmann, ich hab das schon mal miterlebt. Nach dem kleinen Weltkrieg, Nummer 1, meine ich. Damals hat keiner geglaubt, dass wir nochmal Militär kriegen. Und das ist, weil die Leute so schnell vergessen. Die vergessen alle viel zu schnell. Ich sage Ihnen, schreiben Sie das mal auf. Lassen Sie, doofe Ziege! Sag mal, was lachst du denn so? Also, das ist ein Ding, was der OKW-Bericht verschwieg. Unternehmen Schlafsack. Unternehmen Schlafsack? Na, bei dem Verein war ich doch. Ach, nee. Wo hast du denn das her? Das kannst du doch überall kaufen. Brack, das ist doch nicht möglich. Also, das war ein Kerl, das sag ich euch. Herbert! Janika! Sag, sieh mal, was ich gekauft habe. Hm? Brack lebt! Das gibt's doch nicht. Er hat es selbst geschrieben. Das ist doch nicht möglich, Nika. Wir müssen sofort versuchen, Kate in Mannheim zu verständigen. Mensch, Nika! Helmut! Katinka! Hast du auch alle deine Papiere mitgebracht? Ja, wozu? Wir brauchen doch jetzt einen echten Stempel. Zum Heiraten. Hast du denn schon eine Wohnung? Du bist aber sehr anspruchsvoll. Reicht nicht zunächst dein Schlafsack?